den USA haben Demonstranten der Occupy-Bewegung gegen die jährlich stattfindende konspirative Zusammenrottung der kapitalistischen imperialen Elite protestiert. Das Treffen im kalifornischen Redwood Grove Retreat of Monte Rio ist auch als Bohemian Grove bekannt. Hier treffen sich Millionäre, Milliardäre, Leute, welche die Welt kontrollieren, die großen Banken kontrollieren und Atomwaffen produzieren. Das ist deren sommerliche Spielwiese. Die Demonstranten erklären, dass die offiziell als Erholungstreffen deklarierte Veranstaltung in Wirklichkeit der Erörterung wirtschaftlicher und politischer Themen dient, welche die Zukunft der Welt betreffen. Das verharmlosende Motto dieser Leute lautet, dass hier nicht über Geschäfte gesprochen würde und es sich lediglich um Urlaub für Wohlhabende handelt. Hier haben wir die allseits bekannten Kriegstreiber, darunter George Bush Senior, Colin Powell, Richard Burler und andere Insider des Establishments, die alle bereits an diesen Treffen teilgenommen haben. Your typical warmongers, George Bush Senior, Colin Powell, Richard Pearl, and your typical Republican establishment insiders. People in the Grove are about to be conquered. The nuclear program was discussed here and then developed later. The fact that Reagan was here in 80 and then afterwards we had the Reagan Revolution. Insbesondere das von der Öffentlichkeit abgeschirmte Einäscherungsritual, das okkulten Charakter trägt und bei dem symbolisch ein Menschenopfer dargebracht wird, sorgt für Spekulationen. Diese Elite und deren Propaganda-Abteilung sind die 1%. Die Medienkonzerne gehören zu den 1%. NBC, MSNBC, Fox, CNN. Die werden nicht kritisch über sich selbst berichten, über Kapitalismus, über das globale Imperium und dessen Krieg.